Mal gucken, ob die Nicole gestern von der Party auch was gepostet hat. Die war echt so nett, die ich da kennengelernt habe. Mal sehen, ob sie bei Instagram. Wir haben doch Fotos gemacht. Ah, geil. Guck mal, da ist das Bild von uns beiden. Ja, super. Ich habe genau gewusst, dass wir ein Vibe zueinander haben. Deshalb konnte ich dir auch direkt von meiner Trennung erzählen. Die war so verständnisvoll dabei. Fand ich echt, also super. Und weil die Trennung war echt scheiße. Ach Mensch, dass sie da so direkt zum Draht zu mir hatte, das war echt. Ja, dass ich das alles erzählen konnte. Und da habe ich die vielleicht. War es vielleicht doof von mir, so viel direkt zu erzählen? Ah, weiß ich nicht, nee, oder? Nee, die hat doch nett reagiert. Oder hätte ich da vielleicht diese. Ach, egal. Doch, die fand das völlig in Ordnung. Das war völlig in Ordnung. Und man muss ja auch was von sich preisgeben, wenn man Leute kennenlernen will. Ich schreibe jetzt einfach nochmal und schick ihr einen Gruß, wie nett ich das fand. So, es wird bestimmt eine neue Freundin von mir. Morgen miteinander. Lasst uns mal über Oversharing reden. Wer das nicht kennt, damit ist gemeint, dass jemand zu schnell zu viele private Details oder Geschichten erzählt. Und jetzt ist zu schnell ja kein wissenschaftlicher Begriff, aber es gibt, glaube ich, in jeder Gesellschaft und Kultur und auch Situation ein grobes Verständnis darüber, welches Verhalten angemessen ist, wenn man sich kennenlernt, also welche Art von Smalltalk okay ist und wie viel Nähe aufgebaut wird. Und das steigert sich üblicherweise eben langsam im Rahmen des Beziehungsaufbaus. Und dann gibt es Menschen, die fallen so buchstäblich mit der persönlichen Geschichte ins Haus. Da erfährt man sehr früh viele Dinge, die man eigentlich Fremden oder nur Bekannten nicht erzählen würde. Als Gegenüber ist man dann eher schon mal so irritiert, vielleicht ist man auch peinlich berührt und denkt so, wow, too much information. Oversharing ist ein psychologisches Phänomen, hinter dem grob gesagt die Sehnsucht nach Nähe steht, der Wunsch nach Verbindung. Denn normalerweise tauschen wir eher persönliche Dinge wie Krankheiten oder familiäre Geheimnisse oder sogar intime Probleme nur mit Menschen, die uns sehr nahe stehen, also denen wir vertrauen. Und wenn wir innerlich selbst einen Mangel spüren, dann ist eine Strategie, um das zu ändern, das zu geben, was man sich für sich selbst erhofft. Sprich, ich gebe ganz viel von mir preis, in der Hoffnung, vom anderen auch etwas zu erfahren. Denn das wäre ja dann der Beweis von Nähe, um die es mir eigentlich geht. Also Nähe, Zugehörigkeit, Verbundenheit, Vertrautheit. Nur sind das Gefühle, die Zeit zum Reifen brauchen. Vertrauen oder Vertrautheit aufbauen, das ist ein Prozess. Und Oversharing ist ein Versuch, diesen Prozess abzukürzen. Es kann auch ein Indikator für eine psychische Störung sein, zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Da ist Oversharing ein relativ häufiges Verhalten, was auch sozusagen störungslogisch ist, denn diese Persönlichkeitsstörung ist ja geprägt von der Suche nach Verbundenheit, von dem sich in der Welt verloren fühlen und daraus resultierend eine starke Sehnsucht nach Nähe zu haben. Jetzt spielen bei Borderline noch andere Faktoren eine Rolle, keine Frage, aber Oversharing ist ein Symptom davon. Aber ganz ehrlich, nicht nur da, auch ohne explizite psychische Störung kommt Oversharing vor. Sei es, weil es manchmal auch befreiend ist, also zum Beispiel jemand Fremden etwas Privates anzuvertrauen, sich zum Beispiel etwas von der Seele zu reden. Was aber nur passiert, wenn wir den anderen danach nicht wiedersehen. Also der Sitznachbar im Flugzeug, der Barmann, der andere Mensch auf der Parkbank. Dann geht es eher um dieses weg damit, sich von der Seele reden. Und übrigens, bei der katholischen Kirche, ne, im Beichtstuhl ist Oversharing Teil des Verfahrens. Das gilt auch für Ärzte und also da, wo es einen Funktionszusammenhang gibt, da ist es völlig normal, etwas sehr Intimes, Privates zu erzählen. Eine sehr nette Form von Oversharing gibt es übrigens auch, nämlich wenn man zum Beispiel aus Versehen Zeuge einer Peinlichkeit wird und ich merke, dass dem anderen das eben unendlich unangenehm ist. Dann helfen so kleine Oversharing-Anekdoten,
Also, dass mir das auch schon mal passiert ist, sowas, oder sogar noch was viel Peinlicheres, nämlich das und das. Also, dadurch, dass ich etwas Privates preisgebe, stelle ich sozusagen das Gleichgewicht wieder her. Aber jetzt mal auch außerhalb dieses Kontextes, kann es ein Indiz dafür sein, dass jemand einsam ist und sich nach Nähe sehnt, dass jemand das Gefühl haben möchte, gesehen zu werden und eine Rolle für andere zu spielen. Und nicht zuletzt haben natürlich die sozialen Medien auch einen großen Einfluss darauf, wie die Grenzen zwischen Offenheit und Oversharing immer mehr verwischen. Und das große Aber dabei ist, es gibt extrem viele Influencer, die sich irgendwann leer, ausgebrannt und einsam fühlen, denn diese gefühlte große Nähe im Internet ist halt keine echte Nähe. Ja? Wir Menschen sind soziale Wesen, ich sage es ja immer wieder, wir brauchen echte Beziehungen, wir brauchen echte Menschen, echten Austausch und echte Freundschaften und die wiederum brauchen Zeit zu wachsen. Nur was das Problem verschärft, ist das Geschäftsmodell Oversharing. Denn die Bereitschaft oder vielmehr auch schon die Pflicht, alles über sich zu erzählen, die ist bares Geld wert. Ob das jetzt die Kardashians oder die Katzenberger oder all die Influencer sind, die quasi ihr ganzes Leben mit der Welt teilen. Auch das ist Oversharing. Und da wird so viel Privates geteilt, dass man manchmal gar nicht schon mehr weiß, was man wohl nicht weiß über diesen Menschen. Und das funktioniert nur, weil man all die Rezipienten nicht kennt, weil es eine relativ anonyme Masse ist. Ich frage mich immer, also wenn da junge Frauen erzählen, wie stark ihre Menstruationsbeschwerden gerade sind und ob sie das auch face-to-face an der Kasse im Supermarkt mal kurz erwähnen würden, also dass es an Tag 2 besonders schlimm ist und wie oft sie ihre Diva-Cup wechseln müssen und sowas. Die sozialen Medien befeuern Oversharing, denn diejenigen werden mit Klicks und Herzchen belohnt, die das machen. Und all diesem Beifall der anonymen Massen. Wer dieses Verhalten dann aber ins echte Leben überträgt, der kriegt statt Herzchen eher schräge Blicke und Kopfschütteln und Distanz. Also genau das Gegenteil von dem, was dieser Mensch vielleicht erwartet. Und es kann zu großer Verunsicherung führen. Das sage ich jetzt mal aus Coach-Sicht, nicht notwendigerweise das Schlechteste ist, ne? Weil Verunsicherung bricht ja auch vielleicht Überzeugungen auf, wenn ich dann gut damit umgehen kann. Oversharing, um Anerkennung zu bekommen, ist ein gefährlicher Pfad. Oversharing, um Stolz und Eitelkeit zu befriedigen, kann ebenfalls schneller in einen Shitstorm münden, als man gucken kann. Und Oversharing in den sozialen Medien kann auch gefährdend sein. Liebe Eltern, die ihr eure Kinder hochladet, weil ihr sie unbedingt der Welt präsentieren wollt. Es wäre doch vor 20 Jahren niemandem eingefallen, mit einem Strandnacktbild seines Kindes öffentlich hausieren zu gehen. Öffentlich, das ist der Punkt, das ist aber jetzt gang und gäbe. Oder Videos davon, wie sie niedlich mit dem Hund zusammengekuschelt schlafen. Da ist Oversharing Ausdruck von Stolz. Schaut her, mein tolles Kind, ist es nicht niedlich, süß, ist es nicht einfach wunderbar? Und ja, all das. Aber übrigens nicht für den anonymen Rest der Welt, der sich entweder null dafür interessiert oder eigene Kinder hat, die er viel süßer, niedlicher oder bewundernswerter findet. Ich glaube einfach, Privates verliert seinen Wert, wenn es zur Öffentlichkeit erklärt wird. Letztlich muss sicherlich jeder selbst überlegen, wo er die Grenze zieht zwischen Offenheit und Oversharing, keine Frage. Aber wenn du jetzt selbst zum Beispiel schon mal gedacht hast, oh Mann, warum habe ich das eigentlich über mich erzählt? Und ausgerechnet dem oder der. Also wenn du im Nachhinein selbst nicht verstehst, wieso du etwas eher Privates mit jemandem eher Fremdes geteilt hast, dann frag dich mal, welches Bedürfnis da vielleicht dahinter gestanden hat bei dir. Und ob deine Strategie, dieses Bedürfnis zu befriedigen, ob die an der Stelle wirklich zielführend war. Das meine 5 Gedanken zum Thema Oversharing. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Gedanken. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr vielleicht selbst schon mal overgeshared habt, sozusagen, und nachher gedacht habt, oh,
hoffentlich sehe ich den nie wieder, oder wo euch das aufgefallen ist, dass ihr sozusagen zum Ziel des Oversharing wurdet und was es mit euch gemacht hat. Bin sehr gespannt auf eure Gedanken dazu. Für heute wünsche ich euch ansonsten noch einen wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder eine Besprechung einer Mail. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Und vielleicht sehen wir uns auf Instagram währenddessen oder hören uns im Podcast. Ihr wisst, wie das Spiel geht. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag.